Herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Fraktion. Sie sehen es hier. Wir brauchen eine Migrationswende. Und das aufgrund der ausufernden Migrationsgewalt. Das grausame Schicksal des 20-jährigen Philippos geht uns und mir persönlich heute besonders nah. Der junge Mann besuchte am Wochenende im Kurpark von Bad Oeynhausen die Abiturfeier seiner Schwester und wurde auf dem Weg nach Hause von einer 10-köpfigen Gruppe, wie es ja immer so schön heißt, eine Gruppe, wurde er verprügelt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei beschreibt den Hauptverdächtigen, der da auf ihn eingeschlagen und immer wieder eingetreten hat, als Südländer. Wir wissen, was das heißt, Südländer. 10-köpfige Gruppe. Philippos liegt im künstlichen Koma und heute wurde der Hirntod festgestellt. Während dieses junge Leben zu Ende geht, bevor es richtig begonnen hat, erfahren wir von einem weiteren brutalen Quälvideo einer Migrantengang gegen einen jugendlichen Schüler in Baden-Württemberg, der von Lehrern und Behörden mit seinem Leiden alleingelassen wird. Es war ein verstörendes Video. Hören wir wieder einmal von einer Massenmesserstecherei zwischen zwei Personengruppen. Ich kann das schon nicht mehr hören. Im Frankfurter Bahnhofsviertel. Während dieses junge Leben zu Ende geht, bevor es richtig begonnen hat, hören wir, dass eine junge Frau in Arrest genommen wurde, weil sie die Hamburger Gruppenvergewaltiger einer 15-Jährigen beleidigt haben soll, während 9 der 10 Gruppenvergewaltiger mit Bewährung frei herumspazieren. All das ist hier in dem besten Deutschland aller Zeiten möglich. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Horrormeldungen über mörderische Messertaten, Gruppenvergewaltigung und Islamattentate. Migrantengewalt gegen Deutsche ist zu einer grauenhaften neuen Normalität geworden. Und diese Normalität können und dürfen wir nicht akzeptieren. Und ich kann Ihnen hier und heute sagen, sobald die AfD in der Regierung sitzt, werden diese Menschen, die diese Gewalttaten auf deutschem Boden verüben, erst gar nicht in unser Land gelassen werden und schon längstens abgeschoben worden sein. Denn Recht und Gesetz müssen schnellstens wiederhergestellt werden. Und das fängt mit einer vernünftigen, effektiven Grenzsicherung an den deutschen Landesgrenzen an. Und es endet mit einer konsequenten Abschiebung und Ausführung nicht bleibeberechtigter und von Straftätern hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und das endet auch da, wo wir diese unverantwortlichen neuen Staatsbürgergesetze zur Einbürgerung von Ausländern kassiert haben. Wo kommen wir denn dahin mit diesen Turbo-Einbürgerungen nach 3 Jahren? Letztes Jahr wurden 200.000 Leute eingebürgert, vornehmlich Syrer. Ich meine, wir haben das ja alles geahnt, als Frau Merkel 2015 gesagt hat, seid doch alle herzlich willkommen. Die deutschen Außengrenzen sind unmöglich zu sichern, obwohl es zur EM ja geht offensichtlich. Und auch unberechtigte Übertritte registriert werden und Illegale zurückgewiesen werden. Seitdem wissen wir seit Merkel, dass das alles eingerissen ist. Und dass genau diese Menschen, die ja angeblich nur auf Zeit hier sein sollen, doch letztendlich über ein Turbo-Einbürgerungsgesetz eingebürgert werden. Und das, um es ganz deutlich zu sagen, ist ein Anschlag auf unsere Demokratie. Denn der Regierung ist es nicht erlaubt, das Staatsvolk so abzuändern, ohne es vorher befragt und ein entsprechendes Mandat zu haben. Das ist im Übrigen Verfassungslage. Und da rein spielt auch dieses neuerliche Gesetz eine absurden Quotenregelung für Migranten in unseren Behörden. Auch das muss man Nancy Faeser auch noch erklären, dass das verfassungswidrig ist. Eine Migrantenquote ist
verfassungswidrig. Warum? Weil eine Quote grundsätzlich andere, die nicht unter diese Quote fallen, diskriminiert. Und auf alle, vor allen Dingen auf alle Jobs und vor allen Dingen öffentliche Ämter muss doch gelten, dass nur das Leistungsprinzip gilt und die Eignung. Und nicht irgendwie Merkmale wie Hautfarbe oder Migrationshintergrund oder noch irgendwas. Das ist aus meiner Sicht purer Rassismus. Und ein Blick in das Grundgesetz reicht. In Artikel 3 Absatz 3 heißt es, ich verlese das hier, weil das ja immer auch von der Ampelregierung, die unser Land hier gegen die Wand fährt und zugrunde wirtschaftet. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Artikel 3 des Grundgesetzes. Es geht weiter. Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes legt fest, ich zitiere, jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Und jetzt obliegt Ihnen die Bewertung, ob hier überhaupt noch im Sinne der deutschen Verfassung gehandelt wird von Seiten der Regierung oder dagegen. Ich bedanke mich.